Es hat sich hier gelohnt, hier zu bleiben. Alle meine Mitarbeiter haben ursprünglich mal gedacht, und eine Dame hat es mir sogar ins Gesicht gesagt, hat gesagt, Herr Schelsche, wenn Sie hier genug verdient haben, gehen Sie sowieso wieder nach Haus, wie alle anderen auch. Und ich konnte ihr dann den Beleg geben, dass ich das Möbelzentrum gekauft hatte. Und von dem Tag an war das Verhältnis zu den Mitarbeitern doppelt so gut, weil sie einfach wussten, ich bleibe hier, ich lasse sie nicht im Stich. Mein Name ist Gerold Schelstede und ich bin Inhaber des Möbelzentrums und des Seehotels in Groß-Rieschen. Habe aber mein Möbelzentrum jetzt abgegeben an meinen Sohn und meine beiden Töchter. Sie sind alle drei dann Mitinhaber. Und mein Hotel ist ab Dezember auf lange, lange Jahre verpachtet. Denn ich bin über 80 Jahre und da sollte man auch irgendwo den Absprung schaffen. Das vorweg. Ich komme aus Oldenburg, Niedersachsen. Wer nicht genau weiß, wo Oldenburg liegt, setzen sich hier ins Flugzeug, fliegen gegen England und 5 Minuten vorher springen sie ab, landen sie in Oldenburg. Kein Problem. Ja, und seit 91 hier. Auf Betreiben letztlich der Treuhand. Die Treuhand war ja dann Inhaber aller, sagen wir mal, Handelsbetriebe. Und man hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass man hier einen Geschäftsführer sucht. Hatte mich dann daraufhin gemeldet. Aber nur, wenn ich das ein halbes Jahr vorantreiben könnte. Das hat man mir zugesichert und nach dem halben Jahr kam dann Frau Breuel an, die Chefin war der Treuhand und hat mir dann nahegelegt, das hier zu kaufen. Und das habe ich dann letztlich gemacht für viel zu viel Geld, denn wir hatten ja nicht die Fläche, die wir heute zur Verfügung haben, mit 28.000 Quadratmeter, sondern damals hatten wir mit Ausstellung und Lager 4.000 Quadratmeter im Wald gelegen. Herr Zenker wird das bestätigen können. Wir lagen nicht an der Bundesstraße und waren nicht einsehbar, sondern wir waren im Wald gelegen. Und auf meinen Einwand hin, warum denn dieses? Ja, das spielt doch keine Rolle. Wenn die Leute Möbel haben wollen, dann gehen sie auch in den Wald. Ja, das war das Argument. Anfangs war das auch tatsächlich so, weil Möbel gebraucht wurden. Und ich muss sagen, auf diese 4.000 Quadratmeter habe ich sehr gut verkauft. Und nein, ich habe dann der Treuhand ein Angebot gemacht, was sie nicht angenommen haben, weil sie mir gesagt haben, sie hätten mehrere Interessenten. Und ich solle froh sein, wenn ich es denn überhaupt kriege. Und nach Rücksprache mit meinem Steuerberater habe ich das schließlich genommen, weil die Umsätze tatsächlich sehr gut waren. Ich musste 23 Leute von der Treuhand übernehmen, habe mich aber dann letztlich innerhalb von 6 Monaten mit Abfindung von 4 dieser Leute getrennt müssen, weil die einfach keine Lust hatten zu verkaufen und es einfach keinen Spaß machte, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich will Ihnen da ein ganz kleines Beispiel geben. Es waren nicht alle Leute, so um Gottes Willen. Der überwiegende Teil waren tolle Mitarbeiter. Aber ein Herr war dabei, der nach 4 Monaten noch nicht ein Stück verkauft hatte. Und nach meiner Frage hin, warum das so sei, ja, die Leute, heute wollen sie weiter. Und am gleichen Tag kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte, pass mal auf, Herr Schelsche, der kann ja nicht verkaufen, weil der nicht mal eine Verkaufsliste lesen kann. Und der sagt zu seinen Kunden immer, ja, ich habe noch keine Liste, kommen Sie mal in 14 Tagen wieder.
Ja, das solche Beispiele gab es auch, aber das Gros der Leute, die ich übernommen hatte, war sehr gut und war langfristig, sind heute teilweise noch bei mir, nach 30 Jahren, was ja auch für die Leute spricht, aber aus Altersgründen sind natürlich sehr viele Leute inzwischen ausgeschieden. Wir haben das Möbelzentrum danach nach einigen Jahren hier an die B96 verlegt, weil der Standort dort im Wald wirklich nicht auf Dauer zu halten war. Es musste jeder nachfragen, der zu uns wollte. Das Gleiche ging mir ja genauso, als ich im September 91 zum ersten Mal hier auflief und habe das Möbelzentrum besucht. Da konnten die Bürger Großriechen mir zwar sagen, wo das ist, aber genau beschreiben, wie ich da hinkomme, konnten es auch nicht alle. Also es war schon mühselig und unsere Entscheidung stand fest, wir wollen an die 96. Da gab es aber dann ein Problem. Es gab eine Verfügung, die aussagte, dass auf diesen freigehaltenen Bauplätzen nur produzierendes Gewerbe angesiedelt werden durfte. Und nachdem der Herr Schenker dann 94 Bürgermeister war, wurde mir dann auch geebnet, dass wir nach Cottbus gegangen sind und haben nachgefragt, wie sieht das aus mit einem Handelsbetrieb. Und der wurde dann letztlich nach langem Hin und Her, nach Fürsprache vom Bürgermeister auch genehmigt, sodass wir hier Land kaufen konnten. Und ich weiß gar nicht, wie viel. Hoppla. Sind Sie noch dran? Jetzt ist gerade unser Bildschirm weggegangen. Ja, wir hören Sie noch, Herr Schellstedt. Ja, ja, alles gut, alles gut. War eben hier. Es sind ja heute viele viel zu passieren. Ja. Also Herr Zenker hat 94 dann den Weg geebnet, dass wir an die B96 gehen konnten. Nun war dieses Land nicht nur teilweise im Besitz der Stadt. Es gab hier auch noch Zivilleute, die innerhalb des Grundstücks, und das war hier für die Stadt Großriechen ein Kraftakt, das alles so hinzubekommen, dass wir hier letztlich bauen konnten. Das war nicht so einfach nach dem Motto, ja, da sind ja Bauplätze, lass uns mal anfangen. Das war nicht so einfach, aber Herr Zenker hat das geschafft. Wir konnten hier bauen und ich bin dann vielleicht auch immer ein bisschen zu schnell in den Socken. Ich bin einfach angefangen zu bauen und die Gerüste standen alle hier und man fragte dann irgendwie mal von der Behörde nach, ja, haben Sie denn die Genehmigung? Ich sage, ja, die wird schon kommen. Und als wir dann eröffnet haben, ein Jahr später, da sagte der Herr, wie hieß er noch, Kamenka? Der Leiter vom Bauordnungsamt, ja. Ja, im Bauordnungsamt, der Chef. Ja, Herr Schelsch, ich habe keine Baugenehmigung gesehen. Ich sagte, die kommt schon, die wird schon kommen. Ich sage, aber Sie sind ja hier, Sie könnten es ja jetzt eigentlich abnehmen. Er hat das dann aber auch als Flachs aufgefasst und es gab da hinterher auch keine Schwierigkeiten mehr. Nur das Übliche, dass die Brandschutzanlagen für Brandenburg nicht in Ordnung waren. Kleines Beispiel, ich musste aus Düsseldorf einen Brandschutzsachverständigen einfliegen, der dann sagte, jawohl, Brandmauern, so wie es Herr Schellstedt vorgesehen hat, sind zulässig. Wir brauchen keine Sprinkleranlage. Ja, also das sind so kleine Dinge am Rande, die aller für sich wohl erwähnenswert sind, aber die uns nicht gehemmt haben, hier das Haus zu bauen. Und inzwischen haben wir eine etliche Größe. Wir kommen jetzt mit 23 Mitarbeitern nicht an. Das sind mit Auslieferung und Verwaltung und was alles dazugehört, sind es knapp 100 Leute. Wir hatten schon mal 120 Leute. Aber das liegt auch daran, dass sich etwas gewandelt hat in der Auslieferung. Es gibt nicht mehr viel
billige Ware, sondern es gibt mehr anspruchsvolle Ware, teure Ware. So haben wir nicht auf einen Wagen, wenn wir morgens ausliefern, 20.000, sondern schon auch 30.000. Und das macht eben den Unterschied auch an den Arbeitnehmer. Ja, zu mir gesagt, ich bin gerne hier. Ich bin hier auch sehr gut aufgenommen worden von der Bevölkerung. Viele aus meiner Heimat haben gesagt, ja, du kaufst doch nie, klar, das ist ja ein stures Volk. Ja, die haben aber nicht dabei gesagt, dass die Oldenburger an und für sich auch von Natur aus ein bisschen stur sind und schweigsam sind, wenn es jetzt auch im Moment nicht so aussieht. Aber wir haben uns hier an und für sich sehr gut verstanden von Anfang an. Ich hatte alle mögliche Unterstützung, muss ich sagen. Das ist ja nicht immer so. Ich kenne viele Kollegen, die aus dem Westen in den Osten gegangen sind und nicht klargekommen sind, weil sie einfach mit den Leuten, die im Umfeld saßen, keine Verbindung hergestellt haben. Ja? Ich komme ja nur in Oldenburg, wer das nicht genau kennt, ist ja fast aus Friesland. Das ist ja der Norden Oldenburgs und da sind die Leute etwas wortkarg. Wenn einer morgens Moin sagt und sein Gegenüber sagt Moin Moin, dann gilt er schon als Schwätzer. Ja, ich kann nur sagen, es hat sich hier gelohnt, hier zu bleiben. Alle meine Mitarbeiter haben ursprünglich mal gedacht, und eine Dame hat es mir sogar ins Gesicht gesagt, hat gesagt, Herr Schelsche, wenn Sie hier genug verdient haben, gehen Sie sowieso wieder nach Haus, wie alle anderen auch. Und ich konnte ihr dann den Beleg geben, dass ich das Möbelzentrum gekauft hatte. Und von dem Tag an war das Verhältnis zu den Mitarbeitern doppelt so gut, weil sie einfach wussten, ich bleibe hier, ich lasse Sie nicht im Stich. Ja? Und davon habe ich auch lange, lange Zeit meine Mitarbeiter halten können. Jetzt sind viele ausgetreten aus Altersgründen, aber immer noch sind einige vor Ort und auch ein Herrn am Lager, der es normalerweise gar nicht mehr machen könnte, weil er gesundheitlich so kaputt ist. Aber wir tauschen manchmal unsere beiden gesundheitlichen Schäden aus und dann sagen wir beide wieder, wir machen weiter.